Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen, zu einem neuen Map-Test. Allerdings seht ihr, das hier ist schon, Multiplayer. Ich habe hier einen, Gast, einen sehr guten Freund von mir, den Hans. German Spy. Ja. Der Hans wird, mitkommentieren, während wir die Map testen. Dankeschön. Ja, fangen wir mal an. Schick mir mal ganz oder kurz. Oder willst du sagen, von wem und was das ist eigentlich? Das ist eine Multiplayer-Map. Ich weiß gerade den Namen nicht genau. Das kommt, es steht immer. Ich weiß den Namen nie. Das ist immer so. Aber ich werde auf jeden Fall die Beschreibung tun, auch den Download. Also der Map-Name ist MP Corp. Ach so, den meinst du. Den meinst du. Hier. Warte, Change Level erstmal. Wir haben es hinbekommen. MP-Corp, ja. XAM. Ah, X. X. Also IX oder LX, kannst du lesen. XAM. Okay, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Hm? Ja. Scheint ja. Ja. Host Change Level. Ja, müsste jetzt funktionieren, ja, ja. Ja, es ist okay. Also wir hatten nämlich vorhin Probleme mit dem Change Level, aber es hat funktioniert. Einfach nur, weil Max zu dumm ist, das richtige Kommando einzugeben. Einfach nur, weil Max sowas noch nie gemacht hat. Aber ist schon okay. Passt ja. Ich hasse es, wenn Leute von sich in der dritten Person sprechen, einfach so. Halt dein Maul, Hans. So. Jetzt chill mal hier rum. Okay. Soll bei der Map hier besonders auf Design geachtet werden. Also ich denke mal, wenn ich hier das einfach benutze, werde ich sterben. Ich hoffe, dass du stirbst. Das wollte ich gerade sagen. Uah! Dead. Okay. Nice. Also heißt das, man muss sich auf den Button stellen, damit die Laserstrahlen ausgehen im Richt. Also für kann den man sich auf den Button stellen? Ah, das ja. Ist, ich dachte, das wäre ein Cube-Button, okay. Dann spring mal. Bleib du drauf, ich spring rüber. Tschüss! Ja. Du bist so ein Arsch! Du bist so ein böser Mensch! Okay, machen wir das jetzt mal hier ein bisschen serious. Du bist so ein hässlicher böser Mensch. Serious Mode activated. Ich war in Versuchung. Rätsel gelöst. Hier drüben gibt's anscheinend einen Karton. Ja, du musst mich noch hierher holen. Ich wüsste nicht wie. Da hinten ist ja, so eine hier Fläche. Ist eine Fläche, aber die ist noch ein bisschen verlasert. Da muss vielleicht irgendwo so ein Button sein. Button? Momentan ist dein Portal da im Weg. Stell dich mal auf eins der Buttons da oder irgendwo. Siehst du irgendwo einen Button? Siehst du irgendwo eine Portalfläche, wo du jetzt ein Portal machen kannst? Ja, sicherlich. Gut, dann Möb. Sicherlich. Okay, dann nehmen wir die. Nö. Was? Ah, der Funnel ist das. Okay. Okay, damit müssen wir uns wahrscheinlich einen Cube beschaffen. Nicht nur wahrscheinlich, damit müssen wir uns einen Cube beschaffen. Die Frage ist, wie kommst du hier rüber? Weil ich hab hier sonst nichts. Aber das ist vollkommen okay. 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 Ja, da ist ein Cube. Wo ist ein Cube? Ja, you don't say. Hier ist auch einer. Warte, ich hol erstmal hier einen Cube. Chill mal. Funnel machst du wahrscheinlich das. Oh, okay, ich hab jetzt nicht ja, gesehen. Ja, warte, den Funnel hole ich mir jetzt. Achtung. Dann kannst du jetzt wahrscheinlich den Cube holen. Alter, mach mal dein scheiß Portal hier weg. Ich will die ganze Zeit da reingehen, denk mir so, nope. So, Nope. 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 Do this Texas style. In Bacon. So. Ich hol dich gleich rüber. Keine Angst, lieber Hans. Wow. Ich wenn es lustig wäre, hättest du mit anderen Cube damit getroffen und den Funnel ausgemacht. Ja, ich habe aber schon richtig gezielt. Jetzt ist die Frage. Da ist doch so ein Cube. Oh. Toll! Ja. Ja. Hast du da hinten wirklich keine anderen Flächen mehr? Kannst du den mit dem Cube den Funnel hier rüberbringen mir? Mit dem Portal mir ein Funnel hier bringen, damit ich den Cube hier draufstellen kann. Ja. Kann, dann willst du einen Cube haben? Ich wüsste nicht wie. Dann finde es heraus. Ja, hier ist keine Fläche, die in deine Richtung zeigt. Aber ich könnte jetzt rein theoretisch in die Reassembling Machine gehen. Könnte aber auch lassen. Ja. Könnte. Das Problem ist, die Map-Entwickler sagen immer, ja, das Rätsel ist nicht schwer, aber die kennen das Rätsel ja auch. Und ich habe bereits beim letzten Video gesagt, ich bin ein sehr schlechter Portal-Spieler, was Rätsellösen angeht. Und das kann der Hans eigentlich bezeugen.
Ja. Weil wir haben nämlich schon so manche Rätsel gelöst. Beeinflussen Laserstrahlen den Funnel? Ich denke nicht, nein. Ich denke dann auch. Schick mal hier den Funnel durch. Ich schick dir. Ich kann dir auch einen Cube rüberschicken, eigentlich. Ja, mach. Warte. Ich hol mir mal einen Cube her. So, hier rüber. Und dann. Komm schon, da. Krabbel dir ihn. Lass ihn los. Lass ihn Danke. Los. Ah, und dann spawnen wir uns einfach einen neuen. Sehr, sehr gewitzt. Sehr gewitzt, Hans. Sehr gewitzt. Witz. Ja. Die Tür ist sowieso offen. Warum auch immer. Das ist also ein sehr sinnloser Bug. Du hast sie doch schon aufgemacht. Ja, aber eigentlich müsste sie wieder zugehen. Ja, das hat dieser Entwickler dann wohl nicht eingebaut. Ist kein Ding. Aber wir sollen ja auch das Design kurz kommentieren. Genau, also gehen wir noch nicht in die Resampling Machine. Ja, also geht eigentlich voll, meine ich mal so. Ich finde, es ist sogar ziemlich akkurat im Originaldesign nachempfunden. Ja, diese Schlucht, ich habe keine Ahnung, wie man die macht, ob das irgendwie so standardmäßig ist oder ob das so. Diese Schlucht macht man, indem man einfach einen großen, also große Wände nach unten, malst die schwarz an und baust da irgendeine Scheiße rein. So macht man diese Schluchten. Toll! Das war jetzt okay. Das Tutorial des Tages. Also das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so so ein Tool-Schlucht und dann wird da irgendein Scheiß generiert. Nö. Okay, dann ist das schon mal, dann sieht das schon mal ganz schön aus da unten. Was ich cool finde, ist, dass er hier die Map vermischt hat. Also der hat hier an der Seite, der Entwickler hat hier was eigentlich in einem älteren Stil genommen. Auch diese komischen schwarzen Metallstreben da. Und da einfach hier die neuen Platten draufgesetzt. Hier auf der Seite dann wieder so neueres Epic Science. Naja, ich meine, das ist ja auch schon hier das neueres Epic Science drauf. Das ist schon ziemlich, ja, okay. ziemlich nice. Doch, sollen das Lampen sein? Ich habe die Dinger noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Doch, die hast du schon gesehen. Die siehst du, wenn du bei Cave Johnson rumgammelst. Die beleuchten die Kammern. Okay. Die sollen Lampen sein, aber das muss ich leider gestehen, denen fehlen so die Lichteffekte. Ja, die sind einfach nur da als Model. Ich glaube, die hätte man auch als Instance nehmen können, weil da haben sie nämlich ihre kompletten Effekte und auch ihre kompletten Lichter. Alter. Okay, Alter. So im Nachhinein gesagt, ist das Rätsel wirklich etwas billig, dann durch das Portal da hinten. Nee, aber es ist, also hätte man... Aber es war nett, Ich hätte auch die Lösung gehabt, also ich hätte jetzt den Würfel da drüben irgendwie versucht zu zerstören, indem ich hier einen neuen gespawnt hätte, und da hätten wir das Rätsel auch lösen können, wenn die Tür zu gewesen wäre. So ist es nicht. Ich meine, die Map war kurz, aber sie war schön. Ich verlange ja auch, dass keiner hier Maps hinschickt, die unlösbar sind oder riesengroß. Also mir hat's schon gefallen. Bisher. Ja. Aber lass mal in die Resembling-Maschine gehen, vielleicht kommt ja noch was. Boah, ich vermute jetzt mal nicht, aber... Ich auch nicht, aber... Natürlich liegt jetzt im Bereich des Möglichen. Hauptsache, wir werden auch abgebaut. So muss es sein. Abbauen ist immer gut. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Hub zurück. Ja, das ist gut möglich. Oder er lädt die Map von vorne. Weil er hat mir in den Nachrichten noch reingeschrieben, dass der Map-Change-Trigger nicht funktioniert hätte. Und es kann jetzt sein, dass das Teil für immer lädt. Oder es hängt sich jetzt einfach auf. Das ist dasselbe wie für immer laden. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man einen Trigger in, also wenn man praktisch da, wo man wieder spawnt nach einem Map-Change, schon wieder den Change-Trigger für zurück hin macht. Das ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Habe ich mal gemacht. Das ist einfach, du bist nur noch im Ladescreen. Du kommst gar nicht, du siehst die Map gar nicht mehr. Okay, also ich glaube, es ist, it's over, it's finished. Callstack, ja, jetzt spinnt er hier auch rum. Ja, das wird wohl das Ende sein. Go to Hub. Also, Oh, Black Screen. Ja, Go to Hub habe ich gemacht. Ich habe jetzt einen Frame. Bin mal gespannt. 3 Frames? Ah, okay, jetzt passiert was. Bei mir immer noch nicht. Ja, ich habe auch Black Screen gerade. Ich auch. Ah, jetzt kommt was. Black Screen. Jetzt kommt bei mir ein Loading Screen. Bei mir immer noch Black Screen. Und dabei hast du den schnelleren Rechner als ich momentan noch. Du bist aber der Host, du Lappen. Du Lappen. Ah, jetzt Ladescreen. Ah, sehr schön. Jetzt sind wir wieder im Hub. Und wir sind im Hub, okay. Also, ziehen wir mal ein kurzes Fazit, ein kurzes Resümee.
Ja, also ich fand die Map schön, auf jeden Fall. Also war sehr gut anzusehen. Sie war jetzt, tschüss. Sie war nicht, besonders lang. Und das Rätsel war auch nicht besonders schwer, aber das war ja auch okay. Also ich sage ja nicht, dass... Aber er hat ja gesagt, dass er einen Fokus auf Design gelegt hat. Und das Design, auf jeden Fall, mach weiter so. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, ist, das Licht. Also da kannst du richtige Lampen, also da kannst du die Instances, schau mal bei den Instances rein, die gibt's extra als Instances, ich laufe hier einfach so random rum. Die gibt's extra als Instances, wenn du sie nicht findest, ich schreib's auch gerne nochmal in die Beschreibung rein, welche Instances ist, oder ich schreib's dir dann selbst. Ach so, und ich soll ja jemanden grüßen, den Rivial soll ich grüßen. Den soll ich grüßen, das hat er mir gesagt. Aber ich hab's, aber nur wenn er dafür das Video favt, liked, teilt, mich abonniert, das hat er eigentlich schon. auf Twitter, Facebook, alles drum und dran, ne? Nur dann. Nein. Nee, also ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich bedanke mich bei Hans fürs Mitspielen. Ich hoffe, du bleibst mir treu, wenn ich weitere Koop-Maps bekommen sollte. Was? Dir? Nö. Ich nehme das jetzt mal als ein Ja. Also, ihr könntet mich weiter in Koop-Sachen hier sehen. Und hören. Und, ja. Ich hoffe, es hat alles jetzt so funktioniert, wie es sollte. Also mein Charakter sehen. Dein Charakter. Deinen hässlichen P-Body. Ja, na dann. Maulatlas. Dann sehen wir uns im nächsten Video und macht's gut, haut rein.